Hi Kinos, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, wie ihr seht, mit einem etwas anderen Thema, nichts mit Gaming. Heute eher ein kleines Tutorial. Wie ihr sicher wisst, hat warum auch immer vor einiger Zeit, ich glaube etwas über einem halben Jahr, YouTube die Funktion rausgenommen, seine Videos automatisch auf Twitter oder Facebook zu teilen. Und ich habe halt mal eine Weile nach einer Lösung gesucht und habe tatsächlich eine gefunden. Es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar mit Microsoft Flow. Wenn Microsoft Flow nichts sagt, das ist von Microsoft so eine Art Programm, wo du halt auf verschiedene Social Media, andere Social Media einfach automatisiert teilen kannst. Ist ganz einfach, ich zeige euch mal ganz kurz und knapp, wie das geht. Den Link zu Microsoft Flow findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr euch hier entweder einmal mit einem Microsoft-Konto anmelden oder wenn ihr keins habt, hier oben rechts kostenlos registrieren. Gar kein Thema. Wir melden uns dann hier einmal an. So. Ah ja. So, ja, angemeldet bleiben. Das ist jetzt nur zwei Accounts, um euch das zu zeigen. Ich habe das auf meinem Hauptaccount natürlich schon gemacht. Ja, dann könnt ihr hier noch einstellen. Deutschland, erste Schritte, völlig irrelevant. So, und das war es eigentlich schon. Jetzt seid ihr angemeldet. Das, wie gesagt, das gibt es für ganz viele verschiedene Plattformen. Wir suchen jetzt aber einfach erstmal YouTube raus. Ist auch völlig kostenlos. So, und da seht ihr schon, es gibt hier ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel YouTube-Videos auf Facebook-Pinnwand teilen. YouTube-Videos auf Twitter teilen. Das ist das, was wir wollen. Und ganz viele andere. Und das gibt es natürlich auch nicht nur für YouTube-Twitter, sondern auch, wenn ihr einen Blog habt zum Beispiel, dass ihr eure Blogposts automatisch auf Facebook posten könnt. Habe ich alles nicht ausprobiert. Habe bis jetzt nur das mit Twitter ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Einziger Haken, es ist nicht in der Sekunde, wo das Video live geht auf Twitter, sondern das verschiebt sich um ein paar Minuten, aber das ist ja nicht weiter dramatisch. Dann, es ist ganz einfach, ihr meldet euch dann hier mit YouTube an, mit eurem YouTube-Kanal. Ich habe hier jetzt mehrere, ich nehme hier mal den da. So, dann auf Zulassen. Das war's schon, der YouTube-Kanal wird hier jetzt geladen, da habt ihr dann eure E-Mail-Adresse vom YouTube-Kanal. Ich tue das hier jetzt alles ausblurren, weil das sind private E-Mail-Adressen, die gehen euch nichts an. Dasselbe geht mit Twitter. Da meldet ihr euch hier an, jetzt ist hier natürlich nichts gespeichert. Also autorisiere die App. Twitter ist jetzt auch hier mit verbunden. Dann auf Weiter. Ihr habt jetzt also quasi euren YouTube-Account und euren Twitter-Account hier mit Microsoft Flow verbunden. Hier im oberen Fenster müsst ihr jetzt erstmal gar nichts machen. Steht hier ja auch, weil YouTube ist klar. Und hier könnt ihr dann euren Twitter-Post auch noch anpassen, individualisieren. Standardmäßig checkt ihr halt Checkout, das New Video. Ah, das ist ja blöd, das will man nicht unbedingt. Ihr kriegt dann hier direkt zum Beispiel... was ihr halt wollt, da könnt ihr euch natürlich auch ein bisschen selber rumdrücken. Ich habe hier einfach genommen Videotitel und unten den Weblink fürs Video. Das zieht er sich dann automatisch von YouTube. Dann postet er quasi auf Twitter den Titel vom YouTube-Video und den Link vom Video unten dran. Ihr könnt dann natürlich auch selber noch zum Beispiel reinschreiben, hey, schau mal, mein neues Video ist online. Und dann den Link unten drunter würde natürlich auch gehen. Lassen wir jetzt aber einfach direkt erstmal weg. Speichern. Und das Ganze war es hier oben steht. Gespeichert. Ihr könnt jetzt hier unter meine Flows. Ja. Seht ihr hier? YouTube auf Twitter teilen. Erstellt vor 12 Sekunden. Typ automatisiert. Das heißt, jedes Mal, wenn du auf deinem Kanal ein YouTube-Video hochlädst und es online geht, kurz darauf twittert es automatisch mit deinem Twitter-Account das, was wir gerade eben eingestellt haben. Leichter Umweg, funktioniert, ich finde es geil, vielleicht nutze ich es auch mal noch für was anderes, dass es eben nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Facebook geht, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ansonsten, ich kann euch das voll empfehlen. Link dazu, wie schon gesagt, unten in der Beschreibung. Wenn euch das Tutorial gefallen hat oder ihr irgendjemanden kennt, der nach sowas fragt, zeigt ihm mein Video oder zeigt ihm Flow einfach so. Ich finde es eine super Sache. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare unten rein.
dann versuche ich euch nochmal weiterzuhelfen. Ansonsten lasst einen Daumen da, teilt es mit euren Freunden und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Gaming. Bye.